Nach einer verstörenden Entdeckung hat eine junge Handwerkerin den Notruf gewählt. Hanna Becker und Daniel Klattmann übernehmen den Einsatz, bei dem alles auf einen Stalking-Fall hindeutet. Hallo? Wer von Ihnen ist denn Frau Priel? Ich. Sie haben angerufen? Genau. Worum geht's? Es geht hier darum, schauen Sie es mal an, das ist richtig schlimm. Ich weiß gar nicht, was passiert ist und ich kann es mir auch wirklich nicht erklären. Also das ist Ihr Auto? Aus, ne? Ja. Ja, und das haben Sie jetzt wann entdeckt? Ja, gerade. Ich hatte gerade Schluss und dann plötzlich gehe ich so zu meinem Auto und dann auf einmal sehe ich das dann einfach und ich denke mir so, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hatten Sie Ihr Auto denn abgeschlossen? Nein. Haben Sie es schon aufgemacht? Ja, lassen Sie mal. Ich gucke mir das Ganze mal an. Auch was auf dem Zettel steht. Ich kann das nicht genau lesen. Da liegt auch noch ein Zettel daneben. So, wenn du mich nicht willst, passiert das mit dir. Gut, haben Sie irgendeine Ahnung, wer das geschrieben haben könnte? Das ist ja für mich so ein bisschen Liebeskummer. Ich weiß es nicht. Das Auto war abgeschlossen während der Arbeitszeit? Ja. Wer hatte Zugriff auf Ihren Schlüssel? Ja, das liegt wahrscheinlich beim Büro. Ja, zu weiteren Sachverhaltsklärungen sind wir dann ins Büro von der Frau Priel. Meine Kollegin Becker ist zum Glück noch eingefallen, dass vor Wochen ein ähnlicher Vorfall gewesen ist. Auch mit einer Puppe, mit einem Messer. Ich habe dann zwei drei Fotos gemacht, habe das an die Leitstelle geschickt und die konnten uns dann aufklären, dass genau vor dieser gewissen Zeit hier in diesem selben Betrieb schon mal eine Puppe mit einem Messer vorgefunden wurde. Ja genau, den Vorgang habe ich nämlich auch gerade noch offen und zwar war das nämlich auch der gleiche Betrieb von dem Ralf Heppner, das ist der Chef, den habe ich gerade schon angerufen. Und zwar wurde damals eine Anna Sager gestalkt, die hat auch Schriftstücke erhalten und ebenfalls eine Puppe mit einem Messer im Herzen. Aha. Also selber Betrieb, ja. Alles klar, das haben wir so mit. Dann schnacken wir jetzt erstmal mit dem Chef, gucken, was der dazu zu sagen hat und konfrontieren ihn dann mal mit. Danke dir. Mal, such gerade einen Moment. Der Daniel und die Hanna sind im Einsatz. Hm. Und zwar haben die im Fahrzeug vorgefunden so eine Schaufensterpuppe. Und zwar. Das ist erstmal nicht schlimm. Ja, wenn du siehst, wie die dekoriert ist, guck mal. Heidewitzke, Herr Kapitän. Was steht denn auf dem Zettel? Ich kann es nicht richtig lesen, aber ich denke, wenn du mich nicht willst, passiert dir das. Mit dir. Genau. Und exakt das Gleiche ist plus minus vor einem halben Jahr mit der Frau Seger passiert. Deswegen habe ich gerade gefragt, ob du dich erinnerst. Die hatte auch so eine Puppe im Auto? Genau die gleiche Auffindesituation. Und ich würde sogar sagen, die gleiche Puppe. Ist das aufgeklärt worden denn? Nee, eben nicht. Und das ist jetzt... Jahr hast du gesagt? Halbes Jahr ist das her. Damals... war es die Frau Anna Sager. Und jetzt ist es die Janine Priel. Sag mir beides nichts. Haben die was miteinander zu tun? Die haben beide, oder die eine arbeitet noch und die andere hat gearbeitet bei Heppner Möbelbau. Sagt euch beides nichts? Nee, gar nichts. Okay, hätte ja sein können. Jetzt habe ich die Frau Sager herbestellt. Oh, ich glaube, da kommt sie gerade. Dann haben die Kollegen ihren Ansatzpunkt. Gleicher Arbeitgeber. Ja, exakt. Hallo. Hallo. Ich wollte fragen, gibt es schon was Neues von dem Stalker? Sie sind Frau Sager? Ja, genau. Super, Anna Sager. Kommen Sie einmal zu mir. Ja, hier rum. Ich hol Sie. Okay. Prima, kommen Sie. Gut, dann führen Sie uns mal zu Ihrem Büro, bitte. Mein Büro, oh mein Gott. Das ist Ihr Büro? Ja, oh mein Gott, ich werde wohl haben Sie dieses verrückt. Wieso, das sieht doch gut aus. Das haben Sie Geburtstag? Ein Geschenk, oder nicht? Nein, das lag hier gerade so. Okay. Gut, das Thema meiner Hütte nicht auf. Was wollen Sie steht das, denn hier auf der Karte? Können Sie das mal selber aufmachen, oder? Daran wirst du toll aussehen. Okay. Oh mein Gott. Schick mir ein Höschen. Als wir mit der Frau Priel dann in ihr Büro gegangen sind, hat sie das auf ihrem Schreibtisch vorgefunden. Eine Karte und ein Paket, in dem sich Dessous befinden. Sie hat dann sehr verstörend reagiert und ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen. Also ich würde es auch nicht witzig finden, wenn ich Dessous auf meinem Schreibtisch hätte und vor allen Dingen überhaupt nicht zuordnen kann, von wem das Ganze kommen könnte. Gucken Sie sich das mal an! Schön, Sie mal angefallen. Setzen Sie sich mal bitte ich hin. Ich habe sowas noch nie erlebt, wirklich nicht. Ich habe sowas, das ist
Beruhigen Sie sich. Was ist los? Was ist los? Moment. Bleiben Sie mal einmal hier stehen. Bleiben Sie mal einmal hier stehen. Wer sind Sie denn? Warum? Ich bin nur ein Zulieferer. Und warum versuchen Sie dann hier auf einmal wegzugehen? Ich hab's ein bisschen eilig. Also das ist, ich hab gerade. Gehen Sie mal 2 Meter zurück. Gehen Sie mal ein paar Meter zurück. Ja. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. So. Genau. Hier stellen Sie sich mal hin. Aber ich muss also los. Was haben Sie denn für einen Zeitdruck? Ja, ich muss noch andere Sachen ausliefern heute. Und das wäre jetzt gut, wenn ich weiterkäme. Wieso? Was gibt's denn? Ist irgendwas passiert hier, oder? Haben Sie einen Ausweis dabei erstmal für uns? Ja, wir möchten erstmal gerne wissen, wer Sie sind. Wir sind hier gerade dabei, einen Sachverhalt aufzuklären. Und das war jetzt gerade ein bisschen auffällig, dass Sie hier so schnurstracks an uns vorbei. Und da ist ja die Tür. Ja, genau, ist da die Tür. Aber dass Sie hier so schnell raus sind. Ne? Also, wenn hier irgendwie jemand versucht zu flüchten, jetzt na, sind Sie gerade. Flüchten. Jetzt sind Sie gerade sehr nervös. Ne? Sie wackeln hier, zittern mit den Beinen, mit den Händen. Machen wir eine Abfrage, ne? Ne, das macht dann erstmal auf uns einen merkwürdigen Eindruck. Und dann müssen wir erstmal wissen, wer Sie sind. Ja, natürlich. Warum Sie hier versuchen wegzurennen. Die Situation ist folgende. Wir haben eine sehr, sehr ähnlich gelagerte Situation, wie Sie die damals erlebt hatten. Ich weiß, dass das schwierig war für Sie damals. Ja. Ich erinnere mich da noch recht gut dran. Ich brauche wirklich noch mal eine Zusammenfassung oder noch mal so ein Feedback von Ihnen. Haben Sie noch irgendwas ermitteln können, irgendwas gehört? Erzählen Sie doch noch mal bitte kurz. Also ich habe das ja damals hier gemeldet. Das war ja, mit dem Vorfall mit der Puppe. Die saß ja bei mir auf dem Beifahrersitz mit einem Messer in der Brust, blutverschmiert, mit einer Drohung drauf. Was stand da noch mal drauf? Ehrlich gesagt kann ich Ihnen das gar nicht mehr wiedergeben. Ich habe es auch mittlerweile verdrängt. Und danach war eigentlich Ruhe. Also ich habe ja weiterhin noch gearbeitet. Mein Chef hatte dann irgendwann kein Verständnis mehr dafür und hat mich dann entlassen. Verständnis wofür? Ja, mich hat die ganze Sache ja auch sehr belastet. Also ich konnte mich... Das weiß ich noch. Ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe Fehler gemacht, immer mehr. Und anfangs war er sehr verständnisvoll und konnte das nachvollziehen. Aber irgendwann ist ihm dann auch der Kragen geplatzt und hat gesagt, dass... Ehrlich? Ja. Also er hat Ihnen da am Anfang im Grunde genommen geholfen, aber später auch irgendwelche Unterstützung gar nicht mehr? Nee, angedeutet. Gar nicht. Also er hat mich einfach entlassen, obwohl er genau wusste, wie meine Situation war. Der Herr Heppner hat sich hier wirklich nicht besonders gut gezeigt. Er ist Chef von der Anna gewesen. Ich glaube, emotional hätte ich erwartet, dass er sie weiter unterstützt und ihr Angebote macht. Hat er leider nicht getan. Vielleicht hätte Anna sich hier zum Personalrat wenden können, sich vielleicht auch rechtliche Hilfe holen können. Aber man muss das sehr gut abwägen. Wenn es für sie am Schluss besser war, die Firma zu verlassen, ist das auch ein Schritt. Ja, verstehe ich. Also das wäre schon eine fiese Nummer, gerade wenn man die Sache auch nicht aufklären konnte und unter Umständen das Ganze auch mit der Firma zu tun hat. Ja, richtig war das nicht. Aber was sollte ich machen? Aber jetzt habe ich meine Ruhe und das Stalking hat aufgehört. Aber trotzdem wäre ich natürlich froh... Nie wieder was gehört? Nein. Nein. Okay. Aber trotzdem wäre ich froh, wenn derjenige auch endlich mal gepackt wird. Auf jeden Fall. Okay, wir haben jetzt eine wirklich sehr, sehr ähnlich gelagerte Geschichte. Oder im Grunde genommen ist sie identisch. Die Frau Priel, sagt die Ihnen was? Janine Priel? Nee, die kenne ich gar nicht. Muss wohl irgendwie meine Nachfolgerin sein. Ich weiß es nicht. Das habe ich so vermutet, ja. Die Kollegen sind ja vor Ort, ne, bei dem Möbelhaus. Und da wollte ein Arbeitskollege Teilacken gehen. Spärlich heißt er. Markus Spärlich. Okay. Der kennen fällt. Sie den? Ja, den kenne ich. Was ist denn mit dem? Ach, der hat immer uns Pakete geliefert. Der war mir immer so ein bisschen unheimlich, ein bisschen gruselig. Also ich habe auch komische Geschenke erhalten. Die wurden immer von ihm abgeliefert. Okay. Aber ob er was denn für Geschenke? Ja, da waren so Geschenke wie Unterwäsche drin oder... Von ihm? Das weiß ich nicht. Die wurden abgeliefert und dann stand das immer auf meinem Schreibtisch und ich weiß nicht, von wem das war. Ich habe keine Ahnung. Aber geliefert hat immer er sie? Er, immer er. Der war mir immer schon so ein bisschen... Keine Ahnung. Die befragen ihn auf jeden Fall jetzt erstmal vor Ort. Ne? Ja, besser ist das. Mhm. Okay. Ist alles okay, ne? Ist negativ. Haben Sie auch zufällig einen Blumenstrauß dabei gehabt, ein Geschenk? Wäre das jetzt wichtig oder so für Sie? Ja, das wäre jetzt wichtig für uns. Ja, haben Sie das auch dabei gehabt und haben Sie das dann da auf den Schreibtisch gelegt von der Frau Priel? Ich weiß nur, dass die Janine heißt. Heißt sie? Das weiß ich zum Beispiel noch nicht. Also ich weiß nur, dass hier eine Mitarbeiterin Janine heißt. Die ist auch ganz nett. Okay, und da haben Sie was auf den Schreibtisch gelegt? Ja, als Geschenk, aber das ist... Von wem kommt denn das Geschenk? Ja, von mir. Ach, von ihm? Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Es ist auch nicht verboten, dass man jemandem Geschenke macht, oder? Nee, das stimmt nicht. Aber die Dame ist schon sehr aufgelöst. Jetzt nicht unbedingt wegen des Geschenks, wegen einer anderen Sache. Bedeutet also, Sie kennen die Dame?
Weil sie öfters ja, rausgefahren, oder? Die Dame kenne ich. Also ich habe auch schon mal geguckt, wenn die hier rausgeht, dann sitzt sie ja nicht im Blaumann und dann sieht die auch ganz... Und da habe ich gedacht, da bringe ich ja einfach mal irgendwie was Schönes mit und ein paar Blümchen dazu und... Also Sie haben ein Interesse an der Frau Priel? Und ja, ich habe... Besteht das Interesse auf Gegenseitigkeit? Haben Sie sich schon mal unterhalten? Das weiß ich ja nicht. Ich habe mich noch nicht getraut, sie anzusprechen. Herr Spärlich, das klingt so erstmal plausibel. Wir würden Sie aber trotzdem erstmal bitten, über 5 Minuten hier zu bleiben. Wir gehen nochmal zu den Damen rein. Ich habe es aber ein bisschen... Ja. Ne, jetzt haben Sie es erstmal nicht so eilig, weil die Polizei hier ist und jetzt mal den Sachverhalt aufklären. Ne? Die Zeit nehmen Sie sich jetzt einfach. Ich sag mal okay. So, Sie haben der Dame ja auch ein Geschenk dahingelegt mit Dessous, ne? Das ist ja. Erstmal, wenn man sich nicht kennt, ganz schön anzüglich. Ja, also ich habe es ja auch schon ohne Blaumann gesehen, da dachte ich, das passt vielleicht ganz gut. Das würde ihr auch ganz gut stehen. Ja, aber wie wäre es denn erstmal, wenn man sich mal unterhält und mal Hallo sagt? Bin halt ein bisschen schüchtern. Ja, und dann schenken Sie aber solche Geschenke. Ja, da muss es ja nicht direkt für. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ralf Heppner. Guten Tag. Tag, Decker. Sie haben angerufen bei mir. Plattmann, moin. Hallo. Sie sind der Chef, ne? Das ist meine Firma, ja. Ja, Sie haben mich angerufen. Was Richtig. Ist passiert? Die Frau Priel hat uns angerufen, hat einen Einsatz ausgelöst. Es ist nämlich so, dass erstmal liegt ein Geschenk, ein Blumenstrauß bei ihr auf dem Schreibtisch. Haben wir schon mal herausgefunden. Das kommt hier von Herrn Sperling. Sperlich. Das zweite ist allerdings, dass in dem Auto von der Frau Priel eine Schaufensterpuppe liegt mit einem Messer drin. Was? Und ja, das sieht für uns erstmal nach einer Bedrohung aus in irgendeinem Sinne und was da hätten wir gerne... Was hat das jetzt mit dem Blumenstrauß zu tun? Das versuchen wir ja gerade herauszufinden. Also mit dem Auto und Messer habe ich nichts zu tun. Haben Sie nicht? Definitiv nicht. Also ich... Blumen? Ja, Dessous, aber Auto... Dass das jetzt für uns natürlich so ein bisschen ein Widerspruch ist, ne? Dass Sie jetzt sagen, Sie haben damit nichts zu tun. Wir müssen das Ganze erstmal aufklären, okay? Ne? Sie sind jetzt noch kein beschuldigter Tatverdächtiger, aber Sie bleiben bitte erstmal hier. Tun Sie mal einen Gefallen, können Sie sich dort mal ein paar Minütchen hinsetzen? Wir müssen uns mal mit dem Chef unterhalten. Ja? Nö, den behalte ich so lange, ne? Damit ich auch wissen, wo Sie wohnen, wer Sie sind, damit Sie mir nicht stiften gehen, ne? Okay. Alles klar, bitte einmal Platz nehmen. Nochmal zurückzukommen, die Frau Priel. Sie haben es gerade gesagt, die scheint dann wohl ihren Job übernommen zu haben. Ich denke, ja. Also ich kenne sie gar nicht. Oh, Entschuldigung, das ist mein Ex-Freund, der geht mir schon seit einiger Zeit ziemlich auf die Nerven. Also dem Ex-Freund, trauen Sie ihm das denn vielleicht zu? Yannick? Nein, niemals. Das würde er nicht machen. Das sehr vielleicht. Hat der Kontakt mit ihm vielleicht? Nein, auf keinen Fall. Die arbeiten ja auch gar nicht zusammen. Also Yannick traue ich das überhaupt nicht zu. Der versteht zwar nicht, dass wir getrennt sind, aber das traue ich Aber das war damals schon. Das war, bevor das mit dem Streit und diesem Stalking losging? Ja, also wir haben uns getrennt während dieses Stalking schon, also nicht mehr. Und ich sage das, geben Sie mal her. Ja. Geben Sie mal her. Die Anna ist während unserer Unterhaltung mehrfach angerufen worden. Beim ersten Mal fragt man nicht, beim zweiten Mal denkt man dann schon, wer stört da dauernd. Sie hat erklärt, dass es ihr Ex-Freund ist, der Herr Kappel. Und nachdem er es wirklich das dritte Mal angerufen hat, habe ich dann gesagt, sie soll mir das Telefon mal geben. Manchmal reicht es schon aus, dass bewusst wird, sie ist bei der Polizei. Er kann nicht wissen, warum sie hier ist. Da kann man ihm vielleicht mal ins Gewissen sprechen. Aber gerade weil wir jetzt heute diesen aktuellen Fall haben, möchte ich doch persönlich mit ihm sprechen und habe ihn hier einbestellt. In dem Handwerksbetrieb klärt Hanna Becker unterdessen die terrorisierte 32-Jährige darüber auf, dass die Dessous und Blumen von dem Kurierfahrer stammen. Die Puppe allerdings stammt auf jeden Fall nicht von ihm. Können Sie sich da vielleicht noch irgendwas anderes erklären? Nee? Okay. Dann sprechen wir erstmal einmal mit Ihnen, würde ich sagen. Ja, lassen Sie mich erstmal fragen, ob meine Kolleginnen okay ist. Geht es euch gut? Janine, Sie sehen ja aus wie Ihre eigene Leiche. Ich bin ein bisschen beruhigt, aber es war wirklich ein Schock. Also, es war wirklich, das ist wirklich was irgendwie nicht geht. Also, aber es ist wieder in Ordnung. Die Damen, wollen Sie einmal zurück ins Büro sich einmal bereithalten? Wir unterhalten uns ja nochmal mit dem Chef, okay? Okay. Alles klar, vielen Dank. Also, wir haben eben schon von der Leitstelle gehört, dass es hier schon mal irgendwie einen Stalking-Fall gegeben hat? Also, ja, kann man... Ich weiß das nicht so genau, aber die Vorgängerin von Janine, von Frau Priel, die Anna, die hat ja auch mal was erzählt, dass sie da Schwierigkeiten hatte, dass sie da von ihm verfolgt oder bedroht worden ist. Sie hat da nicht sehr viel darüber gesagt. Aber man hat wirklich gemerkt, dass sie das sehr beschäftigt hat. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das nur damit zu tun hatte, aber wir mussten uns von ihr dann auch irgendwann einmal trennen, weil sie halt so fehleranfällig geworden ist. Aha. Und die war auch wirklich nicht mehr ganz bei sich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das direkt was damit zu tun hat, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber
auf jeden Fall, ja, da gab es schon mal was. Und die beiden sitzen quasi auf der gleichen Stelle? Die sitzen auf der gleichen Stelle, ja. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas damit zu tun hat, weil ich meine, die beiden kennen sich ja gar nicht. Mhm. Also, seit wann ist denn die Frau Priel hier bei Ihnen? Ja, noch nicht so lange, ne? Also wird das so bei etwas mehr als ein halbes Jahr sein. Ne? Okay. Wobei war natürlich eine tolle Kandidatin, habe ich sofort eingestellt. Also eigentlich nur ein Gespräch gebraucht. Es hat auch, also wir haben keine großen Bewerbungen gehabt. Gut, die Kollegin hat sich auch drauf beworben gehabt. Aber ist sie denn schon länger war, die andere Kollegin? Ja, die Melissa, ja, die ist länger. Ja, die ist schon hübsch ein paar Jahre bei uns. Ja. Okay. Ach, die wollte auch die andere Stelle haben. Eine Info habe ich. Ja, sag. Da gibt es wohl eine Melissa Strauß in der Firma. Ist Ihnen die bekannt? Ja, flüchtig von der Arbeit, aber ich habe nichts mit der zu tun. Auf jeden Fall hat die sich auch auf die Stelle beworben, die jetzt ihre Nachfolgerin innehat. Also, die sie hatte, die Frau Priel jetzt hat, genau. Wollte Frau Strauß. Melissa Strauß auch haben. Die wollte die auch haben, hat sie allerdings nicht bekommen. Mhm. Punkt. Das ist erstmal das, was Arnold mir gerade sagt. Ja, okay. Also erstmal ein Fakt. Könnte hinter dem Psychoterror tatsächlich die ehemalige Kollegin der 34-Jährigen stecken? Der Ex-Freund der Arbeitslosen hätte aber ebenso ein Motiv. Ich bin wegen der Anna hier. Der Frau Sager? Genau, richtig. Okay, wer sind Sie? Ich bin Yannick, ich bin Ihr Ex-Freund. Gut, nicht in das Büro. Gehen Sie mal bitte zu Ihrer Linken. Ja. Und kommen Sie mal hier hin. Ich bin mir sicher, dass Herr Peter seinen Job auch gut macht, aber ich habe jetzt hier diese ganze Situation vorher schon mitbekommen. Auch vor einem halben Jahr war ich da involviert. Deswegen war mir wichtig, auch mit dem Herrn Kappelt hier noch mal persönlich zu sprechen und ihm einfach auch noch mal ins Gewissen zu sprechen, sie in Ruhe zu lassen. Natürlich will man auch seine große Liebe nicht einfach ziehen lassen, aber man muss irgendwann erkennen, wann Schluss ist. Ob er wirklich nichts damit zu tun hat, weiß ich noch nicht. Janine Priel. Nee. Nee, sagt ihr nichts. Gut. Die erlebt nämlich genau den gleichen Zirkus heute. Das stimmt. Das ist nicht gut. Aber dann, wenn Sie sagen, die Nachnamen sagen Ihnen nichts, sagt denn der Vorname Melissa Ihnen irgendwas? Ja, diese Freundin von Anna, die war einmal, wann war das? Melissa Strauß. Ich hab's so mit Nachnamen eher. Ich hab's mit den Vornamen, aber Melissa sagt mir was. Die war einmal, genau, kurz bevor wir uns getrennt haben, müsste das gewesen sein. Was war da nochmal? Die ist abends vorbeigekommen und wollte mit Anna über den Stalker sprechen. Deswegen habe ich es im Kopf, weil ich mich gewundert hatte. Ich dachte immer, Anna hätte nur mit mir darüber geredet, aber sie war auch nicht da und dann habe ich die wieder weggeschickt. Hat die nicht gesagt, die kennt die eigentlich? Soweit nicht? Nee, sie hat doch gerade gesagt, höchstens flüchtig von der Arbeit. Sie hat mit dir nichts groß zu tun. Ach so, ich dachte, die wäre eine Freundin, weil die zusammen arbeiten. Komm, Arnold. Wir haben die Anna Sager auf die Waffe bestellt und sie hat uns jetzt einen Hinweis gegeben, beziehungsweise ihr Ex-Freund, der kurzzeitig im Verlass war, sie gestalkt zu haben, auf eine Melissa Strauß. Sie wurde wohl an dem Haus von der Anna gesichtet. Alles gut, haben wir mit. Wir sind auch gerade im Gespräch mit der Dame. Ja, mit. Frau Strauß, jetzt erfahren wir gerade über die Leitstelle, die Anna, die auch gestalkt worden ist, dass sie da mal an der Arbeits- oder an der Wohnanschrift gewesen sind. Wie passt das denn zusammen? Ich bin halt am längsten hier und ich werde immer übergangen. Also ganz ehrlich, die Neuen kriegen die besseren Jobs. Wo sind wir denn hier bitte? Ja, muss ich halt die Konkurrenz irgendwie auslöschen. Was ist denn da gewesen? Für was sind Sie denn alles verantwortlich? Was haben Sie denn auch bei der Anna gemacht? Ja, für die Puppe bin ich halt verantwortlich. Ja, die Anna habe ich halt ein paar Mal nachts angerufen. War halt mal ein paar Mal vor ihrem Haus. Ja, mehr war da jetzt auch nicht, ne? Ja, auf jeden Fall ein starkes Stück. Also, Sie waren diejenige, die Ihre Kollegin rausgemobbt hat, also die Anna. Und jetzt auch mit der Kollegin, ja? Ja. Alles klar. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht zu hören. Die 29-Jährige wird fristlos von ihrem Chef gekündigt und erhält eine Anzeige. Ihr erstes Opfer hat einen neuen Job gefunden und ist erleichtert, dass sich der Fall endlich aufgeklärt hat.